Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Das Jahr ist zu einem Viertel schon vorüber und wir haben schon zwei IPOs gesehen. Ja, der große Kracher war das jetzt nicht. Gerade die Rückkehr von Douglas auf das Parkett lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Was man tun kann, damit tatsächlich das Frankfurter Parkett wieder ein bisschen interessanter wird, was demnächst ansteht, was natürlich auch die Anleger zu erwarten haben bei einem möglichen Delisting von Fisker in den USA und warum TUI zurückkommt. Genau darüber spreche ich jetzt mit Klaus Nieding von der DSW und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Nieding. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Douglas IPO, wir sind hier alle, muss ich sagen, mit Erwartungen reingekommen. Oh, es wird ganz viel glamourös und Shishi. Das ist ja immer das Außenrum. Ja. Unterm Strich kam da nicht so viel bei rum. Man hatte so an der unteren Handelsspanne den Ausgabepreis gesehen, danach ging es runter. Weshalb ist Ihrer Meinung nach denn momentan so das ganze Umfeld für Börsengänge nicht so attraktiv? Also so generell würde ich das nicht sagen wollen, Frau Krämer, denn wir haben doch in der Tat Unternehmen, die gut gelaufen sind. Gucken Sie sich mal Renk an beispielsweise. Das hat ja funktioniert. Ich glaube, wir haben bei Douglas so einen Spezialfall gesehen. Das ist einfach die falsche Branche zur falschen Zeit. Das ist mehr oder weniger stationärer Einzelhandel, mit Online-Geschäft dazu, aber das ist jetzt nicht so sexy im Augenblick, vor allen Dingen nicht im Umfeld einer Galeria Kaufhof-Pleite, was sich ja schon abzeichnete, als Douglas an die Börse ging. Also das ist eigentlich eher ein old-fashioned Geschäftsmodell und wenn man sich anguckt, wofür der Erlös des Börsengangs verwendet wurde, nämlich A, um Schulden abzubauen, nicht sehr fantasiereich und B, um den früheren Finanzinvestoren, ich sag mal, einen gewissen Exit zu bieten, das ist nicht sexy und das kommt im Moment am Markt eben einfach nicht gut an. Wenn es ein anderes Unternehmen gewesen wäre, wäre es vielleicht besser gewesen. Rüstung ist im Moment leider das Thema. Sie haben es gerade schon angesprochen, Rüstung ist das Thema. Renk hat letztes Jahr schon mal den Börsengang verschoben. Da sagte man, wow, das Umfeld ist nicht so attraktiv. Mittlerweile haben wir, ja gut, jetzt nicht heute Höchststände, aber wir sind in der Nähe. Und Rüstung ist attraktiv aufgrund der geopolitischen Lage. Sind es denn jetzt nur Rüstungsaktien, auf die man setzen sollte? Warum sind andere, die vielleicht mehr Sexiness aufbringen, nicht an der Börse, wo wir doch jetzt auf diesen hohen Niveaus rumtigern? Das ist auch immer eine Frage der Liquidität. Was ist da an Geld und was ist der Kapitalmarkt bereit zu geben? Und ich sag mal, wenn wir sagen an der Börse, dann muss man natürlich auch schauen, wo ist der jeweilige Börsenplatz. In den USA sieht das schon wieder ganz anders aus als bei uns aufgrund verschiedener Umstände. Da ist zum einen viel mehr Kapital, was in den Markt fließt und was solche Börsengänge dann auch aufnimmt. Da ist aber auch ein ganz anderes Regulierungsschema über diesem Markt. Das heißt, Sarbanes-Oxley und andere Themen, die dort gemacht werden, die geben natürlich bei Börsengängen die Sicherheit, die notwendig ist, um das Geld da rein zu pumpen. Das ist bei uns nicht der Fall. Und ich sag mal, das geht bis runter zu so weichen Faktoren wie der virtuellen Hauptversammlung, dass natürlich auch das ein Thema ist, was den Anleger, jedenfalls den Privatanleger, so ein bisschen abschreckt. Und er ist auch wählerischer geworden, zum Glück. Also die Tage des neuen Marktes sind hier lange vorbei, wo eigentlich alles gekauft wurde, ohne Rücksicht darauf, was drin war in diesem Paket. Das ist alles nicht mehr der Fall. Der Anleger ist sehr wählerisch geworden. Er guckt sehr genau hin, jedenfalls an diesem Börsenplatz hier in Frankfurt, guckt er sehr genau hin, während in den USA diese Dinge alle laufen. Bis auf Birkenstock. Die sind nicht so gelaufen in den USA, wie man es ja, aber auch da würde ich sagen, also Birkenstock ist auch wieder so ein Sonderfall, aber in die andere Richtung als Douglas. Birkenstock hat ein anerkanntes Geschäftsmodell. Die sind hip in den USA, die sind angesagt. Da ist nur im Moment so eine kleine Delle, was den Konsum angeht. Wenn das wieder anzieht, ist Birkenstock wieder da. Barbie hat es auch nicht gerichtet, haben wir gesehen. Nee. Aber das ist ja ein ganz solides Geschäft und wird sicherlich weiterhin angesagt sein. Aber wie gesagt, auch das ist im Moment nicht so gefragt, weil eben der Markt sehr genau hinschaut. Attraktivität und Liquidität haben Sie gerade schon angesprochen. Mhm. Was kann man denn jetzt von Seiten der deutschen Börse oder vielleicht auch von der Politik tun, um da ein bisschen mehr Attraktivität reinzubringen? Also die Politik ist ganz stark gefragt. Wir predigen ja seit Jahrzehnten, dass wir so eine Aktienrente bekommen nach skandinavischem Vorbild. Da hat der Berg lange gekreist und es ist noch nicht mal ein Mäuschen rausgekommen, muss man leider sagen. Die FDP hat sich da nicht einmal mehr nicht durchgesetzt gegen die anderen Ampelparteien.
sein und ist da im Grunde genommen, ich sag mal, als Löwe gestartet und als Bettvorleger gelandet. Wir haben leider diese Dinge nicht bekommen, die wir eigentlich brauchen, nämlich eine echte Aktienrente, die wie in Skandinavien läuft. Dann hätten Sie einen Staatsfonds, der eine Feuermacht hat, eine Firepower hat, die sich gewaschen hat, der dann auch Kurse bestimmen kann, der dann auch den Markt mitreißen kann. Das wäre eigentlich genau das Richtige gewesen. Bei der Börse muss ich sagen, wenn wir da wieder anfangen, Vorsicht, 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 da ist man ja Anfang des neuen Jahrtausends mal ordentlich auf der Nase gelandet, was die Tech-Aktien angeht. Da muss man sehr, sehr vorsichtig dran gehen. Die Börse tut sich, glaube ich, einen Gefallen damit, wenn die Transparenz weiter hochgehalten wird. Der Staat kann über das Regulierungssystem eingreifen, indem wir eben ein ähnliches Regulierungsschema bekommen, wie wir das in den USA haben. Und was immer noch wichtig ist, ist eben das Thema virtuelle Hauptversammlung gegen Präsenzhauptversammlung. Wenn ich als Normalanleger nicht in der Lage bin, mir ein persönliches Bild von den Herren zu machen und stattdessen so eine Art Vorstands-TV da sehe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das niemanden mehr anlockt. Ich hatte es direkt schon vor unserem Interview gesagt, wir beide hatten uns kennengelernt vor vielen Jahren, muss man sagen, bei der Deutschen Bank Hauptversammlung. Das waren noch ganz andere Zeiten, das hört sich so dramatisch vorkriegsmäßig an. Aber sind es tatsächlich noch so viele Unternehmen, die das Ganze virtuell abhalten, die das auch nach Corona beibehalten haben? Die großen ja, für die ist das natürlich eine Erleichterung vom Handling her. Die müssen sich nicht mit diesen lästigen Leuten auseinandersetzen, da muss man keine Halle mieten, da muss man nicht ins Catering gehen. Die Kosten unterm Strich sind dieselben, wenn nicht sogar noch teurer, weil so eine virtuelle Hauptversammlung ist ja auch nicht billig. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wann, wenn nicht auf der Hauptversammlung, stelle ich mich als Vorstand einer großen Gesellschaft mal Vox Populi, dass ich mir auch mal wenigstens einmal im Jahr kritische Stimmen anhöre. Die kann ich ja zum Teil als, sagen wir mal, Unsinn abtun. Da sind natürlich auch ein paar Leute, die da nicht hingehören. Stichwort Indianerstämme, die dort vertreten sind und so weiter. Also aber darüber muss man hinweggucken. Das muss man aushalten, denke ich. Die Masse der Aktionäre, die dort ist, die stellt vernünftige Fragen und die ist auch nicht nur wegen des Essens da. Lassen Sie uns noch kurz zurückkommen auf das Stichwort Börse und Attraktivität vom Standort Frankfurt tatsächlich. Ja. Es gab mehrere Versuche, sich ein bisschen auszuweiten und wir hatten auch die Richtung in UK gesehen. Auch das hat nicht geklappt. Rückwirkend sagt man wahrscheinlich Gott sei Dank. Was könnte man tun und wie realistisch oder wie sinnvoll würden Sie eine europäische Börse betiteln? Also wenn wir das Thema europäische Börse hören, einen europäischen Börsenplatz, da müssten wir eigentlich alle Hurra schreien. Dann hätten wir nämlich endlich mal einen Börsenplatz, der auch in der Lage ist, im ganz großen Konzert mitzuspielen. Also Hongkong, Tokio, New York, um mal ein paar Namen zu nennen. Das ist aber schwieriger als, ich sag mal, das hier an diesem schönen Tisch mal eben daherzureden. Da sind doch eine Menge Kirchturmbefindlichkeiten, die da immer noch eine Rolle spielen. Man bastelt ja an so etwas, an der Europäischen Kapitalmarktunion. Da ist natürlich wichtig, dass ich ein einheitliches Steuersystem in Europa habe, dass ich nicht überall verschiedene Quellensteueransätze habe, dass ich in Frankreich andere Regeln mit der Erstattung oder mit der Anrechnung oder mit der Abfuhr habe als in Deutschland, als in Italien und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich mal. Da muss man hin, also eine Vereinheitlichung der Steuern. Und letztlich ist das auch eine ganz menschliche Sache. Da müsste man ja auch bereit sein zu sagen, okay, wer auch immer muss ein Opfer bringen und muss sagen, das ist eben nicht bei uns diese Börse, sondern die ist bei den anderen. Und da haben wir, glaube ich, bei den Franzosen ein großes Thema. Wir haben aber auch als Deutsche ein Thema. Denn wir sind ja auch davon überzeugt, dass wir mit Xetra das beste Handelssystem haben hier in Deutschland und in Frankfurt. Und wir sind natürlich auch davon überzeugt, dass diese einheitliche europäische Börse ihren Sitz hier haben muss. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, was sich mittlerweile alles in Frankfurt angesiedelt hat. Und das gibt natürlich dann auch ein Hauen und ein Stechen. Übrigens mit ein Grund, warum diese von Ihnen angesprochenen Börsenfusionen früherer Zeit ja auch nicht richtig funktioniert haben. Tech is back, so kann man es betiteln. Eigentlich wird die ganze Rallye seit letztem Jahr nur noch von Tech-Werten und von der Hoffnung der KI und auf die Ausbreitung auf die breite Masse, möglicherweise auch auf den Mittelstand und auf kleinere und mittelständische Unternehmen getragen. Zu sehen ist davon momentan noch relativ wenig. Was mich persönlich aber wundert ist, wir reiten auf einer Tech-Welle, die wir alle nicht so wirklich berechnen können, nicht so richtig durchschauen können. Dazu kommt natürlich auch ein Krypto-Boom, den keiner wirklich betiteln kann, außer irgendwelchen Genehmigungen von US-Finanzaufsichten.
Aber wo sind denn dann in diesem doch positiven Umfeld die Tech-Werte, die eigentlich neue Emissionen an den Start bringen könnten? Weil besser als jetzt würde es doch nicht werden, oder? Ich glaube, die Antwort lag schon in der Frage drin. Das ist in der Tat so. Also wir sind alle total begeistert von diesen neuen Möglichkeiten, aber wir haben alle eine Mentalreservation hinten irgendwo im Kopf und sagen, ja, gerne, aber nicht zu viel. Und die darf uns vor allen Dingen nicht alles wegnehmen und die darf uns auch nicht majorisieren und die darf auch nicht übermächtig werden und so weiter. Also wir sind da ja auch ein Stück weit geprägt von den Filmen, die wir alle in unserer Jugend gesehen haben, irgendwelche Science-Fiction-Filme, wo dann in irgendwelchen Raumschiffen diese künstliche Intelligenz plötzlich das Kommando übernimmt und so weiter. Also das ist mit, glaube ich, ein Thema, die Skepsis auch, die da ist vor dieser neuen Technik. Ansonsten, Tech-Werte haben ihr Sex-Appeal nie verloren. Also das ist für die letzten 30 Jahre, kann man das, glaube ich, sagen. Die laufen eigentlich immer. Die brauchen jetzt hier bei dieser neuen Technik, glaube ich, eine gewisse, also die müssen über eine gewisse Schwelle hinwegkommen und dann geht das auch wieder nach vorne. Momentan wird ausgelotet, wer über die Schwelle kommt bei der Elektromobilität. Oh ja. Und momentan sieht es danach aus, als hätten wir Deutschen, ein bisschen gepennt, die Nase definitiv nicht vorne. Ich sage mal vorsichtig noch. Aber wir sehen natürlich auch, dass sich überall anders was tut. Die Chinesen haben die Nase vorn, wenn man da die ganzen Unternehmen anschaut. Aber man hat auch andere Unternehmen, Fisker beispielsweise. Und wenn man sich mal so umschaut, ich fahre noch ein Verbrennerauto, wenn man sich mal so umschaut, weiß man gar nicht, wohin soll man gucken. Dann guckt man sich den mal an, dann guckt man sich den mal an. Alles ist relativ teuer. Fisker hat schon mal den ganzen Karren vor die Wand gefahren und momentan sieht es wieder so aus. Wir hatten gerade in der letzten Woche gehört, dass man nicht weitergekommen ist bei den Gesprächen, bei einer Kooperation. Mhm. Man hat im Vorfeld gewarnt und momentan wird über ein Delisting an der NYSE diskutiert. Was heißt das jetzt für die Anleger von Fisker? Also, auch da würde ich jetzt ein bisschen differenzieren. Fisker ist nicht Elektromobilität. Fisker ist nicht die Branche, sondern Fisker ist ein spezielles Unternehmen. Ich habe Fisker immer als Start-up angesehen. Das ist kein etablierter Großhersteller, Großserienhersteller von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Tesla hat gezeigt, dass es funktioniert. Klar, das kostet am Anfang viel Geld, das muss man durchstehen, das muss man haben, aber Tesla funktioniert. Was die deutsche Automobilindustrie angeht, bin ich viel positiver gestimmt, als das manch andere hier am Markt sind. Ich glaube, unsere Industrie ist viel resilienter, als wir im Augenblick denken. Ich glaube auch, dass unsere Autoindustrie in der Lage sein wird, ihren eigenen Premium-Anspruch in die Elektromobilität zu transferieren und dort auch langfristig zu reüssieren. Das wird uns auch von Massenherstellern wie den Chinesen unterscheiden. Wir hatten das Gleiche beim Verbrenner. Als irgendwann in grauer Vorzeit die Japaner zu uns kamen, wurde der Abgesang der deutschen Automobilindustrie angestimmt. Als die Koreaner kamen, war wieder genau das Gleiche. Die Chinesen kamen auch irgendwann mit günstigen Verbrennern an. Also ich glaube schon, dass die deutschen Automobilhersteller in Zukunft Elektromobilität im Premium-Segment anbieten werden, während die Chinesen in Anführungsstrichen für das günstige Segment da sind. In der Tat sind deutsche Elektroautos sehr teuer. Ich fahre selber einen VW ID.3 und dieses Auto ist natürlich wunderbar geeignet, um meine tägliche Fahrt zwischen zu Hause und dem Büro und hin und her zu machen. Wir fahren noch nicht in den Urlaub mit dieser Technik, aber auch das wird kommen. Gucken sich unsere Handys an, wie sich das entwickelt hat. Also ich bin da viel positiver gestimmt. Und was Fisker angeht, naja, die Börse ist keine Einbahnstraße. Also wenn man in so ein kleines Unternehmen, was ich sag mal, wie ein Start-up am Markt erscheint, investiert, dann muss man davon ausgehen, dass man auch Geld verlieren kann. Und dann muss man ja noch sehen, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Da bin ich eigentlich nie so Aktionär, wie ich das in Deutschland bin, sondern in den USA läuft das Ganze ja über ADRs. Das heißt, ich bin eigentlich mittelbarer Aktionär. Und man muss sehen, zwar ist das Regulierungsregime in den USA, während ein Unternehmen läuft, viel rigider und viel anlegerschützender, als wir das hier in Deutschland haben. Aber wenn ein Unternehmen am Ende angekommen ist und abgewickelt wird und delistet wird, dann haben die amerikanischen Vorschriften gar keinen Schutz mehr, bieten die für den Aktionär. Und das muss ich natürlich dem Privatanleger vorher sagen. Und wenn er da ins Risiko geht, dann passiert ihm genau das Gleiche, was vor 24 Jahren hier mit dem neuen Markt passiert ist. Das heißt, unterm Strich, Fisker-Aktionäre haben jetzt das kurze Streichholz gezogen. Die haben jetzt das kurze Streichholz gezogen, absolut. Da, ich sag mal, realisiert sich jetzt unternehmerisches
unternehmerisches Risiko, ganz einfach. Das heißt aber nicht, dass das damit das Fanal für die gesamte Elektromobilität ist. Im Gegenteil, da hat es halt einer mal nicht geschafft. Und Fisker waren ja auch, sagen wir mal, Fahrzeuge, die sehr anspruchsvoll waren, aber nur eine kleine Auflage hatten, während Tesla ja die ganze Masse bedient, bewährte Technik hat. Und insofern, also ich glaube schon, dass wir dann in Zukunft ein Miteinander sehen, nach wie vor in einer Übergangszeit, Verbrenner und Elektromobilität, und sich das dann irgendwann in Richtung Elektromobilität verschiebt. Lassen Sie uns zu einem erfreulicheren Thema kommen als Fisker, nämlich zum Touristikkonzern TUI. Super. Da hatten wir letzte Woche die Nachricht bekommen, bei der Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, okay, wir kehren jetzt London den Rücken und wollen zurück nach Frankfurt. Das heißt, es wird ein Großteil der komplette Teil der TUI-Aktien hier in Frankfurt zu handeln sein. Weshalb hat man sich für diesen Schritt entschieden? Was steckt dahinter? Also man hat natürlich erkannt, dass man hier in Deutschland quasi seine Homebase hat und seinen Homemarkt hat. Und dass die Aktie dann natürlich dem Produkt folgt, ist klar. Das können Sie im umgekehrten Wege, können Sie das bei Birkenstock beobachten. Da ist im Grunde genommen ein ganz starker Markt in den USA. Also hat man sich gesagt, wir listen auch da, zumal dort viel mehr Kapital im Markt ist. Jetzt kommt TUI wieder zurück. TUI kommt automatisch in den Index rein. Wir sind im MDAX. TUI kommt damit automatisch in die Fonds rein, die den MDAX abbilden. Das tut der Aktie extrem gut. Und die institutionellen Investoren sind befragt worden im Vorfeld der Hauptversammlung, ob sie mitziehen, ja oder nein. Und die haben das ganz klar bejaht. Und das ist doch ein wunderbares Zeichen dafür, dass unser deutscher Markt immer noch gut funktioniert und auch bestimmte Unternehmen hier auch nach wie vor ihr Zuhause haben. TUI gehört hierhin und TUI wird hier auch weiterhin gut aufgehoben sein. Wenn man jetzt schon TUI-Aktien besitzt, ändert sich da irgendwas? Muss man irgendwie vorsorgen? Wird das einfach umgeschrieben? Nee, das wird einfach umgestellt. Da hat man als Aktionär gar nichts mit zu tun. Das Einzige, was möglicherweise passieren kann, ist, dass die Aktie im Wert steigt, weil natürlich jetzt die MDAX abbildenden Fonds diese Aktie in den Fonds kaufen müssen. Ist doch wunderbar. Herr Nieding, final, glauben Sie, dass TUI ein einmaliges oder ein Einzelfall ist oder vielleicht ein positives Zeichen hin jetzt wieder zum deutschen Aktienmarkt? Ich glaube, dass TUI in der Tat ein positives Zeichen ist. Für bestimmte Unternehmen macht es Sinn, in den USA gelistet zu sein, aber auch für viele Unternehmen macht es weiterhin Sinn, in Deutschland gelistet zu sein. TUI ist ein Beispiel davon. Wir haben auch noch andere Beispiele, die einfach hier auch ihre Homebase haben und auch hier hingehören und wo der Markt die dann auch entsprechend aufnimmt. Herr Nieding, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Danke. Und hoffe, dass wir bald wieder über positive Themen sprechen. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls gefallen. Natürlich sind wir für Sie mit dabei bei der Opening Bell in der kommenden Woche am Montag, den 8. Denn dann wird TUI hier ein bisschen feiern. Wir werden das Ganze natürlich begleiten und ich hoffe, Sie sind mit von der Partie. Danke für heute.